Hallo und moin, willkommen beim Mobitest. Hier ist Markus und willkommen zum Galaxy S23 Testbericht. Nicht das S23 Ultra, das normale S23. Warum? Ich mag so kleine Telefone, sie liegen einfach richtig gut in der Hand. Ich habe das Gerät jetzt 4 Wochen als mein Hauptgerät genutzt. Das Unboxing-Video ist bereits online, der Speedtest ist bereits online, der Kameratest ist bereits online. Und jetzt werden wir zum abschließenden Fazit dieses Gerätes kommen und ich werde euch erklären, warum es meiner Ansicht nach das bisher beste Smartphone 2023 ist. Und meiner Meinung nach gibt das nur noch das Asus Zenfone 9 und eventuell das Pixel 7 mit Abstrichen, was in derselben Liga spielt. Ich hoffe demnächst noch von Xiaomi das Xiaomi 13 zum Testen zu bekommen und ihr merkt, ich lasse überall die Pro-Version weg. Mir gefallen diese kleinen Telefone einfach viel besser. Sie sind handlicher, man kann sie besser in die Tasche stecken. Sie sind einfach für mich deutlich besser im Alltag nutzbar. Wer unseren Podcast hört, der wird mitbekommen haben, dass ich in den letzten Wochen schon relativ ausgiebig über dieses Gerät gesprochen habe und ich habe nicht mit Lob gespart. Auch jetzt nicht. Ich habe in 4 Wochen Testen vielleicht einen kleinen Schwachpunkt gefunden bei dem Gerät und das ist außergewöhnlich. Zunächst aber, ganz vorneweg, möchte ich mich bei Cyberport für dieses Gerät bedanken. Cyberport hat uns vom Mobitest das Gerät kostenlos zur Verfügung gestellt, wie viele andere bereits auch schon. Vielen Dank an Cyberport. Das liegt daran, dass viele Hersteller uns keine Geräte mehr geben. Wir sind halt vielleicht zu kritisch, ich weiß es nicht. Wir haben bei uns auf dem Blog mobitest.de Testberichte sämtlicher Galaxy-Smartphones. Ich glaube, seit dem Galaxy 3 haben wir dort liegen. Und irgendwann hat es Samsung gereicht, denn die Geräte der letzten Jahre waren nicht richtig gut. Die Galaxy-Smartphones hatten immer einen großen Fehler und das war der Exynos-Prozessor. Da haben wir Artikel über diesen Prozessor geschrieben. Katastrophe. Dieses Gerät hat keinen Exynos-Prozessor drin, das heißt, die Chance, dass wir dieses Gerät sehr lobend erwähnen, ist relativ groß und dennoch konnten wir dankenswerterweise auf Cyberport ausweichen, die uns ein Testgerät zur Verfügung gestellt haben. Unten ist das auch nochmal verlinkt, wenn ihr das Gerät kaufen wollt, macht das bei eurer freundlichen Cyberport-Filiale am Ort oder online. Der Link ist da, unterstützt Cyberport, so wie sie uns unterstützen. Vielen Dank dafür. Ihr merkt aber schon daran, dass wir das Gerät nicht von Samsung bekommen haben, dass hier ist kein gesponsertes Video. Das heißt, dass Cyberport ja alle Geräte verkauft. Wenn ich sagen würde, die Samsung ist Schrott, kauft euch lieber ein iPhone oder kauft euch das Zenfone oder das Pixel oder das Nothingphone, wäre Cyberport egal. Die haben all diese Geräte im Portfolio, das heißt, nicht von Samsung bekommen. Wir können also relativ frei von der Leber weg, wie immer, über dieses Gerät herziehen. Und mein Problem ist, ich habe nichts zum drüber herziehen. Dieses Gerät ist, wie ich gerade eben schon gesagt habe, das wahrscheinlich beste Smartphone 2023. Ich wüsste nicht, was da jetzt noch kommen sollte. Vielleicht das Zenfone 10. Grundsätzlich gibt das nicht eine große Schwäche bei diesem Gerät. Ein Punkt, der nicht ganz so gut ist, gleich mal vorneweg. Die Ladegeschwindigkeit. Dieses Gerät lädt man in einer Stunde ungefähr auf, wenn man ein Schnellladeteil von Samsung benutzt. Meine hier rumliegenden Schnellladeteile, sei es jetzt von Google, also mein Pixel-Schnellladeteil oder das Gerät, was ich von Anker habe, ich habe noch 2, 3 andere, werden von dem Gerät nicht erkannt und dann dauert das auch schon mal 2,5 Stunden, bis das Gerät aufgeladen ist. Dasselbe gilt auch für die QI-Ladung. Das Ding ist fähig, kabellos zu laden, aber sehr langsam. Das ist aber tatsächlich der einzige Schwachpunkt. Die Stärken dieses Gerätes habe ich bereits in den einzelnen Videos angesprochen und wir schauen uns das Gerät und seine Stärken jetzt noch einmal genauer an. So, dann schauen wir uns das Gerät noch mal von der Nähe an. Der erste Punkt, der natürlich sofort auffällt, ist die Verarbeitung. Das Gerät ist absolut makellos verarbeitet. Wir sehen hier die Radien, sie sind ein bisschen, sind nicht wie beim iPhone so kantig, sie sind nicht wie beim iPhone so kantig, so eckig, sondern sie sind hier ein bisschen rund gezogen. Das bedeutet aber auch, dass das Gerät einfach deutlich besser in der Hand liegt, nichts drückt auf längere Sicht.
auch eins der Geräte, wo ich auf gar keinen Fall eine Schutzhülle drum machen würde. Ja, dann besorgt euch wie beim Pixel so eine Schutzfolie hinten drauf. Die ist auch ein bisschen rau. Das Gerät ist natürlich aufgrund der Rückseite sehr glatt, sehr rutschig. Der Kamerabump oder die Kamerabumps, die drei, gefallen mir sehr gut hier hinten drauf. Die Farbe, dieses Grün, gefällt mir ausgesprochen gut. Die Buttons haben immer noch einen sehr guten Druckpunkt. Was mir darüber hinaus weiterhin gut gefällt, ist, auch wenn wir es mit einem sehr kleinen Gerät zu tun haben, was unglaublich handlich ist und gut in der Hand liegt, der Klang, der aus diesen Lautsprechern kommt. Wir haben hier unten einen Lautsprecher verbaut, wir haben hier unten einen Lautsprecher verbaut und der andere ist oben unterm Display verbaut, ist der Klang dieses Gerätes trotzdem hervorragend. Er ist wirklich gut. Wir haben, wie von Samsung bekannt, die üblichen Lockscreen-Möglichkeiten. Wir haben die Samsung One UI, da gibt es ebenfalls ein großes Tipps- und Tricks-Video zu. Ich glaube 40, 50 verschiedene Tipps und Tricks. Ist immer noch gültig, auch für die Version, die hier aufgespielt ist. Das Gerät wird natürlich mit Android 13 ausgeliefert, wie sich das gehört. Die Google Play System Updates sind vom 1. Februar, somit alles gut. Eine Sache, die sofort und immer wieder auffällt, ist, wie unglaublich angenehm das Gerät scrollt, wie angenehm das Display ist. Das Display ist grundsätzlich eine der ganz großen Stärken dieses Gerätes. Wir sehen, es ist mittig im Rahmen, sieht richtig gut aus. Die Geschwindigkeit, ich habe euch den Speedtest bereits gezeigt, die Geschwindigkeit ist hervorragend dieses Gerätes. Auch hier haben wir die Möglichkeit, zwischen einem persönlichen und einem Arbeitsprofil hin und her zu schalten. Es kippelt natürlich, aufgrund des Kamerabumps bleibt das gar nicht aus, aber die meisten von euch werden das Gerät sowieso in eine Schutzhülle packen und dann wird auch das Kippeln kein Problem mehr sein. Das Display 120 Hertz, da gibt es nicht viel zu sagen. Der Klang ist top, die Verarbeitung ist top, die Kamera ist super. Den Akku kriegst du bei diesem Gerät nicht kaputt. Die One UI, sie hat sich im Vergleich zur letzten Version nicht wirklich groß geändert. Immer noch sehr, sehr überladen. Einer der Punkte, mich stört das nicht mehr. Ich nutze das meiste davon einfach gar nicht mehr. Das habt ihr beim Einrichten mitbekommen. Unten ist das Einrichtvideo. Ihr habt diese ganzen Microsoft-Apps mit da drauf. Ich brauche die tatsächlich auch für die Arbeit. Wer das nicht möchte, schmeißt sie einfach runter. Aber grundsätzlich als Test dieses Gerät 4 Wochen im wirklich harten Alltag. Harter Alltag bedeutet bei mir, ich bin unglaublich viel unterwegs. Ich bin 3 bis 4 Tage die Woche unterwegs und ich fahre meine Strecken meistens mit der Bahn. Das heißt, dieses Gerät ist ständig in der Bahn, im Bahn-WLAN, fliegt dann da raus, ständig neue Netz suchen und so weiter und so weiter. Das heißt, der Akku hält tatsächlich ewig. Das Display ist toll, man kann da wirklich großartig drauf lesen. Die Geschwindigkeit ist super. Es ist alles in allem ein fantastisches Smartphone. So, kommen wir mal zu einem der wichtigsten Punkte dieses Gerätes, die Kamera. Die Kamera gehört mit zu dem Besten, was ihr in einem Smartphone kaufen könnt. Wir haben hier hinten, anders als bei vielen anderen, zum Beispiel beim großen Bruder, 3 Linsen nur. Die reichen aber mehr als aus. Die Zoom-Funktionalität dieses Gerätes ist herausragend gut. Wirklich, wirklich herausragend gut. Die Fotos werden sehr schön, sehr gut, unter allen Voraussetzungen. Ich weiß nicht, ob das schon online ist, müsst ihr mal gucken. Es gibt einen Kameravergleichstest zwischen meinem Pixel und diesem Gerät hier. Und da sieht man unglaublich schön, wie unterschiedlich die Herangehensweisen der beiden Hersteller ist. Hier haben wir Hardware, hier haben wir Software. Und die Kamera des Galaxy S23 gewinnt dieses, nennen wir es mal Shootout, immer mal wieder. Es gibt bestimmte Bereiche, da ist die Kamera-Software oder die Kamera-Hardware dem Pixel überlegen. Aber ihr seid mit dieser Kamera absolut im grünen Bereich unterwegs. Eine tolle Smartphone-Kamera, die Videos 4K 30 Frames per Second. Das Gerät filmt auch ausdauernd. Das heißt, es bricht nicht irgendwann ab und macht dann nichts mehr, weil es zu warm geworden ist.
Filme funktioniert hervorragend. Auch da ist die Kamera mittlerweile auf einem Niveau angelangt, welches erstklassig ist. Akku top, Kamera top, Display top, Verarbeitung top. Ich glaube, dann wird es direkt mal Zeit, ins Fazit einzusteigen, oder? Und dann kommen wir auch direkt zum Fazit dieses Gerätes. Es ist recht teuer. Die Samsung-Geräte der letzten ein, zwei Jahre sind viel preisstabiler, als es noch früher den Anschein hatte. Es ist ein Galaxy 10 erschienen, hat 700 € gekostet und war dann ein paar Wochen später für 500 € zu bekommen. Die Galaxy-Geräte der neuen Generation sind, was das betrifft, ein bisschen preisstabiler. Das Gerät ist immer noch recht teuer, 1.000 € für ein so kleines Gerät. Muss man mögen, muss man ausgeben wollen. Die Stärken dieses Gerätes, wie gerade eben angesprochen, die Geschwindigkeit, der Akku, der Prozessor, das Display, die Kamera, die Verarbeitung, der Klang, ja zum Teil auch die eingesetzte Bedienoberfläche, die Samsung One UI, all das sorgt dafür, dass dieses Gerät mein derzeitig absoluter Favorit ist. Es ist aber nicht so unglaublich viel besser als das Pixel 7. Das Pixel 7, welches ich hier habe, ist nur unmerklich größer. Es ist nicht wirklich viel größer. Es liegt genauso gut in der Hand. Und es ist 300 € günstiger als das Gerät. Und 300 € sind 300 €. Die Kamera ist, guckt euch den Vergleichstest an zwischen den Pixelbildern und den Galaxy, den Kameravergleichstest. Da werdet ihr feststellen, warum die gleich aufliegen. Wenn ich jetzt kein Gerät hätte, würde ich mich tatsächlich zwischen den beiden entscheiden. Vielleicht auch noch das Zenfone mit dazu packen. Das Samsung ist das bessere Smartphone im Vergleich zum Pixel. Die Abstriche vom Pixel zum Samsung sind aber nicht so groß. Deshalb ist dieses Gerät mein Gerät des Jahres 2023. Allerdings, wir haben erst März. Mal sehen, was dieses Jahr noch kommt. Alles in allem hat Samsung hier alles richtig gemacht. Nächstes Jahr in der nächsten Generation vielleicht noch eine schnellere Ladefähigkeit, dass das Gerät ein bisschen schneller aufgeladen wird. So 15 Minuten Schnellladung, das wäre klasse. Die Größe wäre super, wenn die Größe bleibt. Die Größe ist perfekt. Das Design, super gemacht, Samsung. Ihr könnt uns ab jetzt auch wieder Geräte geben zum Testen. Noch einmal vielen, vielen Dank an Cyberport, dass ihr da eingesprungen seid. Und ja, ich bin wirklich sehr begeistert und angetan von diesem Gerät. Das war es von meiner Seite aus. Vielen Dank, wenn ihr bis hierhin durchgehalten habt. Wir hören uns jeden Sonntag beim Mobitest Podcast, dem Technik Podcast in eurer Podcast App. Wir lesen uns auf mobitest.de und wo ihr mich auf Twitter und Instagram finden könnt, findet ihr ebenfalls unten verlinkt. Vielen Dank bis hierher und alles Gute, Markus von Mobitest.